Was genau ist die neue Weltordnung? Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst. Oder in die Kirche. Und wenn du deine Steuern zahlst. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Was ist die Definition für Al-Dajjal? Wenn man sich die Stammwörter anschaut, im Arabischen gibt es nämlich Stammwörter, und diese haben primäre Bedeutung, die einem bestimmten semantischen Feld zugeordnet werden kann, wo das Wort seinen Ursprung hat. Das Wort Dajjal ist ein Wort, welches die Araber benutzten, wenn ein Kamel krank war und sie es mit Pech abgedeckt haben, damit man diese Krankheit des Kamels nicht sehen konnte. And they use that word yudaddilu. They would put this pitch over the camel so you didn't see the disease of the camel. Von außen sah dann das Kamel gesund aus, weil seine Krankheit versteckt worden war. Habt ihr es verstanden? Der Dajjal also. Er versteckt das Leiden der Krankheit und lässt Krankheiten gut aussehen. Also, die Idee des Dajjals ist, dass genauso wie Jesus, Friede sei auf ihm, den Menschen gesagt hat, dass das Jenseits das wahre Leben ist, für welches sie sich vorbereiten sollen, wird er den Menschen sagen, dass das Diesseits das wahre Leben sei. Genauso wie Jesus, Friede sei auf ihm, sagte, dass das Diesseits eine Verblendung ist, wird der Dajjal sagen, dass das Jenseits Irrglauben sei. Das heißt, dass es jeden dazu bringen wird, zu glauben, dass das Diesseits das wahre lebenswerte Leben ist. Seht ihr, das ist wie in der Budweiser Bierwerbung. Man lebt nur einmal, mach also das Beste daraus. Dies ist die Botschaft dieser Zeit, eine tief materialistische Botschaft. Den Menschen wird gesagt, dass sie glücklich werden, wenn sie viele Sachen kaufen. Kauft mehr und seid glücklich. Das ist der Slogan. Mach dir keine Sorgen, sei einfach glücklich. Hab das Smiley-Gesicht. Dieses Projekt ist die Säkularisierung der Welt, das heißt, die Welt von jeglicher religiöser Anschauung zu reinigen. Das ist das Projekt. Und deshalb heißt es auch Novus Ordo Seclorum, eine neue säkulare Ordnung oder eine neue weltliche Ordnung. Wenn ihr das ins Arabische übersetzt, dann heißt es auch eine neue temporäre Ordnung. Eine neue Ordnung der Welt. Oder die neue weltliche Ordnung. Eine weltliche Ordnung, die auf Illusionen und Materialismus erbaut wurde. Lebe den amerikanischen Traum. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Eine materialistische Welt, die von weltlichen Freuden erfüllt ist, die man nie wirklich greifen kann. Doch durch die Irreführung des Dajjals widmet ihr euer gesamtes Leben, um diese Freuden zu erreichen. Um sie aber zu erlangen, müsst ihr Teil dieses Systems werden. Ihr müsst diesem System dienen. Und was würde dann aus dir werden? Wenn jemand von seinen Sommerferien zurückkommt, ist es fast unmöglich zu ignorieren, dass unsere Kinder mit der Popkultur gefüttert werden. Bis jetzt hast du gelernt, wie effektiv die Bewusstseinskontrolltechniken durch unsere gesamten Medien gefördert werden. Du hast gesehen, wie Millionen von Dollar ausgegeben werden, um dich zu indoktrinieren. Die Bewusstseinskontrollagenda zielt darauf ab, dich mit verschiedenen Lebensweisen zu indoktrinieren. Es erzeugt eine Gesellschaft, die nur auf Konsum und Verbrauch ausgelegt ist, getrieben durch Materialismus, mit dem Bedarf kontrolliert zu werden. Korruption liebend, Religion und Gott hassend. Die Frage, die du dir selbst stellen solltest, ist warum? Bis jetzt hast du verstanden, dass wir in einer großen Verschwörung stecken, aber hast dich selbst nicht verbessert. Dann hast du definitiv das große Ganze nicht verstanden, was wir dir mitgeteilt haben. Es geht nicht darum, die Regierung zu stürzen, sondern den Krieg im Inneren zu führen. Das ist ein Krieg, bei dem du Soldat und Schlachtfeld bist. Du musst die weltlichen Verführungen überwinden.
Nur dann kannst du ein lebendes Beispiel werden von Licht. Weil alles, mit dem dich das System füttert, ist Dunkelheit. Schau dich um, nach was streben die Menschen in dieser Welt? Alles auf körperlichen Genuss basiert. Ist es das, was diese Welt zu bieten hat? Seien Sie mein Gast und jagen Sie all dem nach, was Sie wollen. Früher oder später wirst du erkennen, wofür. Weißt du, wie wir geschaffen wurden? Du wurdest als Seele erschaffen und in einen Körper gesteckt. Dein Körper ist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug für deine Seele, damit du die physischen Elemente des ewigen Lebens überwinden kannst. Ein Werkzeug, das zur Investierung und Fütterung der Seele geführt werden sollte. Aber was machen wir? Wir widmen unser ganzes Leben damit, das Werkzeug mit weltlichen und körperlichen Genüssen zu füttern. Und dieses System wurde klug designt, damit du schön in dieser weltlichen Illusion bleibst, damit du weiterhin kontrolliert werden kannst. Hast du dich niemals gefragt, ob sich diese von Unterhaltung übersättigte Gesellschaft nicht durch Zufall entwickelt hat? CIA-Flugzeug stürzt mit 4 Tonnen Kokain ab. Glaubst du, dass die Eigentümer von Medienkonzernen dich informieren wollen oder Unterhaltung gewinnbringend verkaufen? Sind diese Ablenkungen dazu gedacht, damit du aufhörst zu fragen, warum Politiker bewusst lügen? Unschuldige Menschenopfer. Um dich zu schützen? Du hast die Wahl, ich zeige dir nur die Trugbilder oder das, was du hinterherjagst. Aber alle Leute bleiben dabei, sie investieren in den Körper, nicht in den Geist. Koste es, was es wolle. Dass unsere Wahrnehmung der Schönheit verdreht ist. Kannst du das weltliche Vergnügen überwinden, um dich auf seelische Ernährung und inneren Frieden zu konzentrieren, damit du das Paradies erreichst?